Der Medienfachtag Bremen 2019 ist eine gemeinsame Initiative des Zeitungsverlegerverbands Bremen und des Landesinstituts für Schule. Die Fortbildungsveranstaltung für Lehrkräfte und schulisches Personal in Bremen fand im November im Dorint City Hotel statt, mit Vorträgen, Workshops, Diskussionen und Erfahrungsaustausch. Im Mittelpunkt stand dabei die aktuelle Rolle der Medien in Gesellschaft und Schule vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Zentrale Themen waren Glaubwürdigkeit und Objektivität von Medien, Meinungsfreiheit und Fake News. Habe ich bisher noch nicht im Unterricht behandelt, werde ich aber nun tun und nehme auch ein paar ganz konkrete Ideen mit. Dass letztendlich es ankommt auf auch Beziehungsarbeit in der Schule. So schön Medieneinsatz auch ist und so sehr wir eigentlich auch gewillt sind, das zu tun, es geht eben nicht. Also wenn die Beziehung nicht stimmt zwischen Lehrern und Schülern, dann kann man noch so viel machen. Kann man noch so viel iPads da hinlegen. Ja. Außerdem sprach Professor Dr. Klaus Zierer von der Universität Augsburg in seinem Vortrag über Digitalisierung zwischen Mythen und Wahrheiten, wie Digitalisierung in der Schule gelingen kann. Wie kann es uns gelingen, mit dieser Technik so umzugehen, dass diese wichtige Kompetenz nicht darunter leidet, weil letztendlich die ganze Gesellschaft darunter leidet? Mit dabei waren mehr als 160 Lehrerinnen und Lehrer aus Bremen und Niedersachsen. Die Workshops wurden geleitet von Referentinnen und Referenten des Zentrums für Medien im Tandem mit Journalistinnen und Journalisten. Wie können Pädagoginnen und Pädagogen die Medienkompetenz ihrer Klasse stärken? Hier setzt der Medienfachtag an. Ich finde es halt auf jeden Fall gut, dass es diesen Fachtag gibt, weil ich denke halt, so das Thema digitale Bildung ist immer wichtiger und ja, gerade wo es jetzt auch den Digitalpakt gibt. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr wieder.